Mit Veit Hornung habe ich schon seit 10, 15 Jahren zusammengearbeitet und wir sind an den gleichen Mechanismen interessiert und arbeiten sehr kollaborativ und synergistisch. Veit untersucht ähnliche Mechanismen wie wir, aber wir haben verschiedene Ansätze. Besonders drängende Fragen in unserem Forschungsgebiet sind, wie zum Beispiel bei einer sterilen Inflammation es zur Entzündung kommt. Und da sprechen wir zum Beispiel von Entzündungsreaktionen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder bei Alzheimer-Erkrankungen. Was spannend ist an der Forschung, dass wir die Grundlagen von entzündlichen Reaktionen herausbekommen können und dass diese Grundlagen auch gleichzeitig Punkte sind, wo man eingreifen kann mit pharmakologischen Substanzen. Das Forschungsgebiet der angeborenen Immunität ist ein relativ junges Forschungsgebiet. Wir denken, dass in den nächsten 10 Jahren, dass es wichtig ist, die Regulation der Aktivierung zu verstehen, sodass wir hauptsächlich daran arbeiten werden, wie werden die verschiedenen Signaltransduktionswege im angeborenen Immunsystem reguliert, wie werden sie hochreguliert, wie werden sie runterreguliert und wie kann man das beeinflussen.